Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dave the Diver. Ja, ich habe auch diesen In-Game-Tag zwischen den Folgen dafür genutzt, die Tauchgänge zum Material sammeln für neue und bessere Waffen. So, diesmal aber beabsichtigt zwei. Also diesmal konnte ich zweimal alles hochbringen. Ihr seht hier das Ergebnis des zweiten und ja, wir haben die drei Makrelenflossen. Das erleichtert mich schon mal ein wenig. So, es kam dann mal wieder Clara vorbei, weil wir haben wieder stürmische Nacht und dann könnten wir noch mal nach Klaus Ausschau halten. So, ich würde aber gern, ihr seht es hier schon, Ausrufezeichen. Ich würde jetzt gern erstmal Waffen verbessern wollen. So, das mit den Quallen konnte ich erledigen. Für die 30 Punkte gerne mit. Dann gibt es natürlich eine neue Quallenaufgabe. So, mehr haben wir hier nicht. Ich habe im Seevolkdorf jetzt alle unsere 6 Felder mal mit 6 verschiedenen Samen angesät. Ich habe einfach die ersten 6 gekauft, die es im Laden gab. Dann haben wir da auch wieder was laufen. So, und dann müssten wir jetzt ja für das Scharfschützengewehr, meiner Meinung nach, mit der Dreifachachsel interessiert mich nicht, aber für das Scharfschützengewehr müssten wir jetzt, ja, genau darauf hatte ich gewartet. 3er Magazin 47 Schaden, 67 Schaden, 4er Magazin wird hergestellt und Moment, wenn du diese Waffenvariante herstellst, wird die Waffe in den aufgelisteten Materialien verschwinden. Abhängig von der Waffeneigenschaft werden die Werte der gelisteten Waffen möglicherweise nicht übernommen. Ist mir egal. Ja, mach mal. So, und dann tödlich, da haben wir denn, ja, Helikoprion Zahnspirale, die werden wir dann ja bekommen, wenn wir uns wieder in die Höhle 3 wagen. Dann könnten wir sogar ein tödliches Scharfschützengewehr basteln. Schaden 92, Magazin dann immerhin 6. Jetzt haben wir 4, wenigstens ein Schuss mehr. Ja, und die Frage, die sich mir stellt, wollen wir damit Klaus schon versuchen oder schieben wir das noch auf? Ja, das letzte Rezept Haftbombe ist mir noch nicht untergekommen. Und ich wollte es euch kurz zeigen, ich hatte noch einen Granatwerfer hergestellt. Wo ist er? In die Richtung zu gehen. Aber das hier ist ja ein Granatwerfer. Und bei der Haftbombe ist das ja so, dass die Kanonenkugel oder was auch immer es ist, Granate dann auch am Ziel haften bleibt. Und ich glaube nicht, dass ich nochmal... Oder ich will das Wagnis nicht eingehen, dass mir nachher die Kieme eines Wolfsaals für die Haftkanone fehlt. Deswegen war das Herstellen des zweiten Granatwerfers eigentlich Quatsch. Aber gut, ist dann so. Ja, ich habe mich jetzt, eigentlich wollte ich mich noch schlau machen vor der Folge, weil er ja sagt, wir sollen auf Clara warten. Ich würde es jetzt einfach, wir haben ja jetzt das Scharfschützengewehr einstecken, richtig? Ja. Mit 67 Schaden. Unser Unterwassergewehr hatte wie viel Schaden gemacht? Scharfschützengewehr 3, 67, Unterwasserwerke 3, 55. 55 mal 10 ist immer noch mehr als 67 mal 4. Aber. Ja, wie machen wir nicht anders tun? Ja, komm, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und das ist ja auch eine Geschichte, die wir abbrechen können, wo ich nicht Alt F4 benutzen muss. Wir probieren es einfach. Wir suchen uns jetzt den Wirbel. Dann gucken wir mal, ob wir das mit der Wumme hier besser hinkriegen. Naja, wenn ihr mir natürlich gleich schon den ganzen... Obwohl, das kann ich nicht lassen, weil ich will ja die dritte Blaupause... Ja, komm, jetzt mach doch mal Abflug hier. Die dritte Blaupause für den Haftgranatenwerfer. Haftbombenkanone. Will ich ja finden.
Das schaffe ich nur, wenn ich mir die ganzen Kisten auch angucke. So, jetzt ist wieder die Frage, wie schnell finden wir den Wirbel? Das mit dem Fangschreckenkrebs ist, glaube ich, ähnlich aufgebaut wie das hier. Da heißt es auch nachts und Wirbel. Da brauchen wir kleine Fragmente, brauchen wir immer mal wieder. Seile auch. Nicht aufge... Woanders hingeguckt, ne? Warum macht man sich hören? Wirbel, das ist schon mal gut. Da ist er. Ja, denn hier... Toi, toi, toi. Ups, ein Wirbel. Genau. Ja, kann ich das überspringen? Weil das kennen wir ja schon. So, ich sollte abhauen, bevor er... Gut, jetzt bemerkt er uns. Und dann sagt er doch gleich irgendwas von warten, bis die alte Dame auftaucht. Ja. Den Screenshot habe ich schon. Ah, er ist aufgewacht. Wir müssen Zeit gewinnen, bis die alte Dame zurückkommt. So, was genau bedeutet jetzt Zeit gewinnen? Kann ich mich irgendwo verstecken? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja kein Verstecken hier, oder? Ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, einmal Sauerstoff nachtanken können wir ja. Ja, was auch vielleicht wohl notwendig sein wird. Ein Schaden, das glaubt man nicht. Oh, den Wirbeln kannst du. Ist das ätzend? Ich hätte es mir vorher doch noch angucken sollen. Aber ich will mich hier im Umschauen. Es muss ja da oben, scheint es ja irgendwie auch wohin zu gehen. Aber auch nicht wirklich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da aus seiner Sichtweite verschwinde. Also ich will jetzt ausprobieren. Wenn wir jetzt nochmal Game Over gehen, dann ist das so. Was hier drin ist. Da ist ein einfaches Unterwassergewehr dabei. Das ist interessant. Die Munition spawnt nach. Hallo? Nein! Das ist jetzt ja albern, oder? Ey, das müssen wir nochmal versuchen und vergiss das jetzt mit warten. Fügen ihm ja einigen Schaden bei und dass die Munition nachspawnt, finde ich gut. Weiß nur halt nicht, wie oft. Das war ein Schuss mit X. Sehe ich keine nachgespawnte Munition. Da hinten ist noch welche. Ja, darf ich mich bewegen?
Lass mich. Passt das? Nee, immer noch nicht. Ach, da ist Clara ja endlich. Okay. Endlich habe ich dich, Klaus. Es tut mir leid, Kleiner, ich habe es doch nicht geschafft, mich mit dieser Gegend vertraut zu machen. Ein weißer Hai, der einen Strudel verursacht, damit habe ich nicht gerechnet. Wie grausam, der Strudel forderte das Leben meines Mannes. Wie dem auch sei, du hast ihm gebeten, was er gegeben, was er verdient hat. Ich muss irgendwie meine Dankbarkeit ausdrücken. Wir sehen uns am Boot, ich werde oben auf dich warten. Okay. Ob es jetzt das Scharfschützengewehr 2 mit seinem Schaden war? Uff, das Ding war besonders heftig. Jetzt muss ich eine Trophäe finden, um daheim damit zu prahlen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ist das ja wahrscheinlich der hier. Das Fleisch ist ziemlich zäh, aber es ist fettig. Banjo wird es mögen. Klaus Flosse. Ist klar. Triff Clara auf dem Boot. Ja, jetzt mal schauen wir uns hier noch um. Ich glaube, viel mehr hat es das hier wohl nicht. Ja, dann holen wir uns hier die Fragmente noch immer raus. Und Unterwassergewehr Stufe 3 haben wir ja. Ich will es mal einmal kurz aufnehmen. Gut. 222. So, war zwar nur ein Schuss, aber so wie war das jetzt? Hier oben hat sich dann doch ein Wirbel auf. Ne, woher soll ich es wissen? Ich war hier noch nie. Hier scheint es doch rauszugehen, oder? Spiel? Ah, da. Alles klar. Wir Hans Klausi. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen hier unten rumkeuchen und fleuchen. Vielleicht mal umschalten. Ich wollte eigentlich Sauerstoff finden, ne, bevor ich hier drauf gehe. Fluchtkapsel, das wäre eine Alternative. Der ist nicht locker hier, ne? Ich brauche Sauerstoff. Ein Sauerstoff. Aber ich muss reingucken. Da, sehr schön. Gut. Ja, dann lassen wir uns hier unten noch ein bisschen rumschnüßern. Ja, den nehme ich gerade nachts gerne. Zeitig zum Ende dieser Folge natürlich hier hoch zu Clara. Ist das also tief? Will ich jetzt gar nicht. Kann ich nachts auch ja nicht. Seid ihr auch biesig? Keine Ahnung. Na gut, eigentlich ist nachts hier alles biesig, ne? So, mit dir habe ich noch eine Rechnung offen, mein Freund. So. Ja, ich würde sagen, heute Abend gibt's Langstachel-Husar. Haben wir nur mehr als genug von gefunden. Ja, bist du durch jetzt langsam? Heftig. Und nachts auch nochmal Krebse machen. Ich weiß, ist kein Krebs. Ja, davon habe ich ja mehr als genug einstecken. Dann machen wir ein bisschen Krebsfalle.
Zitronenschale? Ja, warum nicht? Gibt es noch Zutaten? Den grünen Pfeil sehe ich noch nicht. Ja, super. Ich wollte es erst. Was war das noch in der Munitionskiste? Ne. Ich wollte mich erst spoilern. Aber dann ist ja ganz gut, dass wir es jetzt doch angegangen sind. Das Thema ad acta. So, jetzt gib mal Pfeilchen hier. Was machen die dann nachts immer so lange? Den nehmen wir mit. Das macht Sinn. Ah, jetzt ist er fertig. Rotbandhummer, blauer Hummer. Sollten wir beide kennen. Fragment? Ne, Schrott. Ich habe nur einen Schuss. Das ist ungünstig jetzt. Ja, das ist halt das, was mich von dem Scharfschützengewehr bislang so ein bisschen abgehalten hat, dass er so eine geringe Magazingröße hat. Ah, da haben wir Munition. Dann können wir uns ja vielleicht mit dem Hai noch anlegen. Das ist eine Murene. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ja, Fragmente. So, und dann wollte ich demnächst mit euch zusammen auch mal einen Tauchgang machen, wo wir die Netzkanone mal verwenden. So, wo ist der Hai? Da ist der Hai. Drei Schuss, okay. Würde ich sagen, Drohne. Wird nicht klappen, wir müssen uns jetzt wieder gegen das nervige kleine Volk hier verteidigen. Das Sauerstoff sollte reichen. So, Mistviecher. So, ich warte aber mit Auftauchen einmal vorsichtshalber, bis die Drohne weg ist. Uns mit Clara unterhalten. Kupferhai hatten wir. Ja. Ein weißen Hai, ein Kupferhai. So, dank dir konnte ich endlich meine lang ersehnte Rache vollenden. Solange es dir Frieden bringt. Das ist für dich. Es ist eine Halskette aus seinen Zähnen. Ich habe sie ihm bei meiner ersten Begegnung abgebrochen. Oh, eine Haifisch-Zahnhalskette. Ich spüre eine gewisse Kraft darin. Ich brauche sie nicht mehr, aber sie wird dir bei deinen Abenteuern helfen. Lebe in Frieden. Danke, du auch. So, wird eine Beschreibung eingeblendet. Haifisch-Zahn-Halskette. Ah ja, Sato. Huch, ich habe eine Benachrichtigung bekommen und eine super seltene Bosskarte des Weißen Hais. Du musst ein eingefleischter Marinka-Sammler sein. Ich wette, du würdest dein Leben riskieren, um seltene Marinka zu bekommen. Ich habe das nicht getan, um Karten zu sammeln. Entsteht da gerade ein Marinka-Vervollständiger? Ja, es ist wohl an der Zeit, dass ich den Weg für die nächste Generation freimache. Ich werde dich im Auge behalten. Auf Wiedersehen. Yippie. Yippie. So, bleibst bei uns. Kennen wir. Jo. Dann würde ich sagen, zum Abschluss schauen wir uns das noch an. Einmal hier den Kupferhai und da unten haben wir ihn, den großen weißen Hai. So, und das müsste der Fangschreckenkrebs sein, den wir brauchen für das Todesgewehr. Ja, dies alles und viel mehr würde ich sagen in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich heute recht herzlich für euer Interesse. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.